Hey Palle, es gibt gute Neuigkeiten an der Xaroth-Front. Er will sich mit dir am morgigen Tag zu Verhandlungen in seinem Schloss treffen. Es könnte eine Falle sein, aber auch eine große Chance, um über Claudias Freilassung zu reden. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Beim letzten Mal haben wir es geschafft. Wir haben die Orks besiegt und müssen jetzt zurück in die Welt der Menschen. Dazu müssen wir nämlich das Meer nochmal hier so ein bisschen überqueren. Deshalb würde ich sagen, Manu, lass uns nochmal kurz hier oben auf den Turm. Von da aus starten wir unsere wunderschönen Besen. Okay. Oh, oh. Da ist Willi, ey. Ach, das, der, oh, kann, Lord, der, kann einem, ja, der kann einem gar nichts anhaben, weil der Wind, der blockt auch diese Pfeile. Das ist mega nice. Na, Sex. So, warte mal. Da ist ein Zombie in Unterhose. Warte, wir können unseren Speedtrank mal trinken. Stimmt, wir haben unsere Tränke ja gar nicht benutzt. Nö, wozu auch, Alter? Wir sind einfach war knapp. Wir sind einfach zu krass. Ja. Trank der Schnelligkeit. Beim Stärketrank. Damit hätten wir den richtig easy weggerackt. Das stimmt, aber wir haben uns für das TNT entschieden. Nee, wir könnten, von hier aus können wir doch perfekt starten. Ach so, dahin. Das ist schön erhöht. Dann nehme ich mir mal meinen Zauberbesen. Ach so, der... Du hast den mitgenommen? Ja, natürlich, du nicht? Nein! Ich hab meinen... Ich dachte, hä? Wo hast du denn deinen? Ja, da, wo wir damals gelandet sind. Ja, warte mal, ich guck mal kurz, ob er da noch steht. Ja, der ist da. Ja, dann hol ihn dir. Hol ihn dir, ja, danke. Da sieht man ihn da hinten. In der Ferne. Ach, Leute, Alter, während ich hier so schön ein auf Harry Potter. Naja, aber ich hab einen Speedtrank, also. Und da hinten kommt Draco Malfoy. Oh, oh. Oh Gott, komm, au, au! Es gab eine kurze Kollision. Wo denn? Wo war das denn nochmal? Ja, da oben rechts auf dem Schiff, wie die alle hinter dir herlaufen. Hier? Ja. Ja, da sehe ich doch den Nimbus. Direkt da auf dem Schiff, da unten. Ja. Da ist er hier, ja. Das ist mein Nimbus 2000. So, komm mit. Du möchtest gern Harry Potter. Also ich bin der Harry of Life. Harry of the Life. I'm the Harry of Harry the Life. Harry of the Life. Oh, Life. Oh, nein! Yeah. Was? Ich bin abgestiegen. Ja, tschüss, Manu. Ja. Alter, wo ist jetzt der... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Das ist nicht wahr, ne? Wo ist der... Oh, Alter, ich hatte gerade hier einen Mega-Ruckler. Autsch. Ey. So, Arthur. Vorne ist General Arthur. Kollege. Wir haben es geschafft. Hier, nimm die Wappen. Huh? Oh, oh. Alter Schwede. Okay, da hat der Challenger uns auf jeden Fall mal wieder Weltklasse teleportiert. Danke, dass ich mich nicht mal mehr von Arthur verabschieden konnte. Denn ich muss sagen, Leute, der war mir sehr, sehr sympathisch. Ich meine, er hat mich der Auserwählte genannt. Ich meine, das war zwar wieder nur irgend so ein Szenario vom Challenger, der irgendwie unterhalten werden wollte. Aber egal, jetzt geht's auch da... Moment mal, wo ist eigentlich Manu? Verlöten. Manu, wo steckst du? Ich bin einfach... Ja? In meinem Haus gespawnt. Ja, du warst ja auch relativ weit weg. Ich bin wieder auf dem offenen Meer gespawnt. Tja, nur die coolen Kids dürfen im Wasser spawnen, ey. Ich sag's dir. So, kurze Potatoes snacken. Ich will mir jetzt unbedingt die fette Belohnung abholen. Oh yeah. Hallo Edgar, guten Tag. Der ist ja ein kleines Pferd und der zermatschte Dena. Na Bro, wie geht's dir? Was mir erst jetzt aufgefallen ist, Dena Skin hat so eine komische Pixelnase. Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, so. Belohnung. Gib mir eine Belohnung. Hallo, Challenger. Hallo, Paluten. Glückwunsch zum erfolgreichen Abschließen meiner Challenge. Danke. Du konntest alle Gegner bis auf den Grubenlord besiegen. Deine Belohnungen liegen wie immer in der Kiste neben dir. Dankeschön, Challenger. Alright, alright. Was gibt's? Okay, das ist definitiv für Manu. Das ist für P-Diesel und das ist für P-Diesel. Oh, was hast du denn für einen Erfolg? Zieh dein Baby... Ja, meine Zwillinge sind da. ...zu einem... Ach, krass! Nice, läuft bei dir. Mann, ich habe ein Geschenk für dich. Es kommt von Herzen oder aus dem Darm. Das ist doch eh scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Komm mal her. Guck, hier liegen die kleinen Kinder im Bettchen. Warte. Okay, was? Hier, bitte. Was ist das denn? Ey, nee, oder? Gott. Es ist Poop. Oh. Jetzt hast du den... Nein, ich hab hingekackt.
Ja, das halte ich von dir. Nein! Habe ich jetzt... Oh, ich habe Übelkeit und Langsamkeit bekommen. Aber ich wurde Gott sei Dank nicht voll geschmiert. Aber Manu, weißt du, was noch viel geiler ist? Was der Challenger gegeben hat? Ich gebe dir auch ein paar ab. Hier. Drum? Es gibt wieder ein neues Weapon Case Opening. Ja, aber doch nicht hier bei den Kindern. Ey, die wollen schlafen. Okay. Aber lass uns mal, lass mal kurz schlafen, ja? Wir waren die ganze Zeit weg, war voll anstrengend. Schlaf ich auch mal hier. Genau, leg dich nicht neben mich, geil. Hat mir meine Frau verboten. Komm mit. Okay. Lass uns schöne Geschenke. Hallo. Ein Cats Opening. Marisa, die Wache. Hallo. Oh, ne? Nice. Alter, was macht die denn? Ist bei dir auch ganz buggy? Hoi. Oh, du öffnest schon, okay. Ja. Mach ich auch. War's. Komm schon. Broken, lol. Ah, Quality Crude. Okay. Meins hatte auch nur 7 Schaden, richtig schlecht. Meins auch nur. Was ist das denn? Oh, Blau, wieder ein Damage 9. Und Damage 9 ist nice, aber ich krieg immer nur 7. Jetzt komm, gib mir was Nices. Oh. Okay. Damage 7. Weinsword, nur Scheiße. Ja. Quality good, rarity common. Komm schon, jetzt habe ich hier... Oh, das sieht geil aus. Perfect. Verdammt. Okay, Manu, einen bekommst du noch. Oh, ja. Komm schon. Iceblade? Auch nur 7 Schaden, Mann, das sind die... Ich habe auch ein Iceblade bekommen, lol. Nein, wir sind Zwillinge. Hier, ja. Genau, im selben Ding. Okay, nice. Eine nochmal für dich. Ach genau, jetzt auf einmal. Komm. Jackpot, bitte. Ah, Nightblade, auch nur mit 7. 9 wieder, perfect, quality perfect. Es gibt auch noch Quality, nee, bei Rarity gibt's Legendary, das sollen wohl richtig krasse Schwerter sein. Und Quality Crude ist meine beste Waffe, hat 11. Ey, du hast ja noch eins. Ich hätte noch eins. Komm, Legendary, verdammt! Oh Mann, nur Crab! Ja, ich schenk's dir. Das sind all meine Schwerter. Ja, warte, die können wir, die packen wir in eine Kiste bei deinen Kindern. Weißt du, weil das ist gut. Wenn die Leute angreifen, dann... Dann können sie direkt alle Sachen rausnehmen. Ja, hier, genau. Vorne die. Hier oben, genau, perfekt. Dann schnappen die sich alle so ein Schwert und dann... Und rasten aus. Und dann haben die Gegner einfach keine Chance. Ach, ich hab auch noch Mario. Ich sollte auch mal zu meiner Frau gehen. Das ist noch Mario? Ja, ja, so ein Kind. Junge, was ist denn hier los? Unser... Das ist nur wir waren doch gerade schlafen. Warum ist denn jetzt wieder Nacht? Ich weiß es nicht. Aber Ava the Guard, die hier rumbackt, die sagt, gutes Jahr. Ja, ich finde es auch nettlich zu sehen, Alter. Rutscht auf ihrem Bett herum. Ein Dorf voller Bekloppter. Komm, lass hier nochmal drin schlafen. Ich glaube, bei mir war es nicht ganz so erholsam. Ja, ich weiß nicht, obwohl... Cameron, die pennt auch. Ach komm, Alter, die pennt immer am Fenster. Ja, aber ich hab nur ein Bett. Cameron und ich schlafen in einem Bett. Och, Mann. Und werden davon von Alex beobachtet. Warte, dann geh du da schlafen und ich gehe hier hinten in meinem Bett. Okay. Okay, leg dich rein. Ich leg mich rein. Ich bin drin. Ja. Ja, und? Es ist immer noch Nacht! Was? Ich weiß Hicks. Nicht, in was für einer Hölle wir leben, aber... Hä? Die eine Wache läuft dir die ganze Zeit hinterher. Nee. Nee. Okay, warte mal. Ach, hier ist auch noch Mann. Er will hier auf dem Boden rumrutschen, was soll das? Hallo Mario. Guten Tag, du und Cameron. Jetzt muss ich hier direkt zu Alter, Hause festlegen. Was geht denn mit den Chocobos? Hey, ihr bleibt hier. Edgar ist ja schon verheiratet. Und Leute, das habt ihr richtig erkannt. Manu und ich waren ein bisschen zu doof dafür. Die Geschenke habe ich bekommen, weil ich geheiratet habe. Deswegen bekomme ich hier... Ich ach, mein, lol. Kohle, warum habe ich denn dann keine bekommen? Ja, keine Ahnung. War unwichtig, bis, oder ich, was? Ich bin halt hier der King im Dorf. Und die Leute alle so... Oh, Pete Dizzle! Oh, Snap! So läuft das nämlich, Manu. So läuft das. Ah. Hallo, Cameron. Und Leute, ja, du hast recht. Eine Wache folgt mir. Ja, genau. Leute, ich würde mal gerne so in die Runde fragen, wie es denn aussieht. Weil mein Haus ist natürlich, also die ist nicht ansprechend. Meine Kinder müssen hier teilweise in den Kisten hausen und... Deine Frau am Fenster. Genau, und ich würde mal sagen, also dass ich mir auf jeden Fall hier mal so ein schönes, großes Grundstück abzwagge, damit ich mir ein schönes Haus hier für meine Kinder bauen kann. Nee. Du bist ja versorgt. Ich bin nicht versorgt, Alter, ich lebe im Keller. Ja, hast du dir selber ausgesucht. Konnte doch keiner ahnen. Ich meine, deine Kinder nehmen schon Reis aus hier. Melina, die ist weg. Ja.
Vater, das mit wem? Das ist schon echt. Ach, das ist die Frau von MC Expert. Hallo, ne? Ich küsse sie. Oh, da hat sie, hat sie direkt zu dir geguckt. Know if someone can see. Geh mal bitte weg. Nein, nein, ich mach sowas nicht, Leute. Ich kann... Keiner erfährt davon. Nein. Die Leute werden das MC Expert petzen, Alter. Und der ist stark. Der hat Skills. Junge, der rackt mich weg, wenn er das letzte Mal hier ist. Aber ich meine, hier schön, dann habe ich einen guten Blick. Obwohl, möchte ich nicht eher einen Mehrblick haben, dann soll ich das Ding eher hier hinbauen. Ah, egal, das kriege ich auf jeden Fall schon hin. So, ich kann mal wieder mit... Junge, aber die ganze Fläche hier gehört mir. Die ganze Fläche gehört nicht dir. Ja doch. Die wird aufgeteilt. Ich wollte hier eine Villa bauen, nee. Mann, du hast doch schon ein schönes Haus, ohne Witz. Nee. Du könntest aber, wir könnten ja hier, guck mal, hier könntest du so ein bisschen anbauen. Ich gehe dann so ein bisschen mehr hier hin und dann haben wir auch noch so einen kleinen, weißt du, dann teilen wir uns so einen Garten oder so. Ah, wie geil. Dann kann ich immer zu dir so rüberkommen und deine Kinder begrüßen. Ja, aber wie soll ich denn den Garten mit meinem Haus verbinden? Nee, du kannst doch hier anbauen. Hier kannst du das normalerweise vergrößern. Müsste ich echt mein Haus abreißen und weiter nach hinten verschieben. Nein. Dein Haus ist legendär. Legendär, du kommst rein, okay, Keller. Ne, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass man reinkommt und okay, Keller, sondern man kommt rein, Keller mit 40 Frauen oder 40 Kindern. Hä? Meine Frau entkommt die ganze Zeit. Guck dir das mal an, Alter. Ich sperre die ein und die geht dafür die ganze Zeit weg. Okay, ich komme gleich. Ich will erstmal mit General Dieter reden. General. Ob's irgendwas Neues gibt. Dieter! Hey Palle, es gibt gute Neuigkeiten an der Xaroth-Front. Er will sich mit dir am morgigen Tag zu Verhandlungen in seinem Schloss treffen. Es könnte eine Falle sein, aber auch eine große Chance, um über Claudias Freilassung zu reden. Solange wir seine Frau in unserer Gewalt haben, sollte alles gut sein. Ja, definitiv. Das hoffe ich. Laut Was macht sie? Lebt die überhaupt noch? Wer? Cleopatra? Ja, check mal nach. Ich muss ganz kurz noch bei mit Dieter reden. Mir ist das doch egal. Laut unserer Spione ist Xaroth sehr in Sorge um seine Frau. Aber dieser Typ ist unberechenbar. Ich würde dir empfehlen, in deiner Abwesenheit das Dorf gut zu sichern. Wenn du sonst auf Reisen warst, wusste er nicht, dass du weg bist. Aber sollte er dich tatsächlich gefangen nehmen, kann er sich hundertprozentig sicher sein. Ohne einen unserer besten Krieger sind wir relativ schutzlos. Danke, Dieter. Ja, einer der besten Krieger im Dorf. Aber nicht der Beste. Ja, das ist gut möglich. Ach, hier sind noch die ganzen anderen Schwerter drin. Gut, Manu, dann müssen wir mal ganz schnell alles so ein bisschen checken. Müssen wir mal unser Dorf... Warte mal, wir könnten doch... Stehen die alle unter unserem... Hier vorne sind nämlich noch so viele Wachen. Kollege, folge mir. Oh, lol. Du kommst mal hier... Hey, da bin ja ich. Direkt hier vorne hin. Bleib hier. Weil dann müssen wir echt die Eingänge... Piers, folge mir. Ah, ich helf dir mal. Zack, direkt hier vorne ran. Kollege. Ja, bleib hier. Und der andere. Der eine legt sich direkt hin. ist ja auch schon spät. Vorne, hier ist auch noch eine Wache. So, go. Oh, hier ist auch ein Pferd. Das kann ich direkt benutzen. Oh, der hat noch ein Geschenk für mich. Oh, Pfeile. Dankeschön, Bro. So, ich schieb dich mal so ein bisschen mehr hier onto the side. So, wer bist du denn, Beth? Folge mir, Beth. Du musst ja auch den Eingang bewachen. Obwohl, wenn, nehmen die bestimmt den Haupteingang. So, Beth. Bleib hier. Das ist alles safe. Nice one. Ah ja, stimmt. Hey, Palle. Hey, Edgar, es gibt gute Nachrichten. Ich treffe mich heute mit Xaroth. Wunderbar. Wirst du auch mit Claudia reden? Hoffentlich werden wir das, Kollege. Denn ansonsten werde ich nicht mit ihm verhandeln. Das klingt super. Bitte richte ihr von mir und Edgar Jr. aus, dass wir sie vermissen. Ach, Edgar. Keine Sorge. Das wird gut. So, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell nach Cleopatra. Nicht, dass sie Preis ausgenommen hat. Nee, die ist noch da. Cleopatra, die alte Bibliothekarin. Was lunst du denn hier so rein? Standst du so richtig schön? Red ich. Ich hab nichts getan, bitte. Boah, ich muss schon wieder was essen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen was zu snacken mitnehmen. Und Banani nehme ich auch definitiv mit. Weil wenn der uns eine Falle stellt, ey. Ich nehme meine Thompson mit. Nimm die Thompson mit. So, Glowstone-Staub wäre nice. Kartoffeln zum Essen. So, wir müssen auch unbedingt... Ich bin auch am überlegen, ob man nicht vielleicht in Zukunft das System
von zum Beispiel Minecraft Clash einführt in Form der Kistenzusammenführung. Da könnte man Professor Ente mal fragen, ob der nicht irgendwie sowas parat hat. Diese Computer, kennen die meisten von euch sicherlich noch aus Clash. Das waren so Terminals, an die konnte man drangehen, da konnte man all seine Items reinpacken und dann praktisch immer so tippen, okay, ich möchte Item bla bla bla, also eine Fackel oder sowas da rausholen. Und dann, ja, das ist, weil ich meine, wir haben schon ziemliches Kisten, ja, Sammelsorium. Da ist ja nicht mehr auszuhalten, meine Damen und Herren. Das ist schon nicht wahr. So, Leute, in der morgigen Folge werden wir Xaroth besuchen gehen. Warte, komm mit, komm kurz mit. Was? Komm mal mit. Wo bist du hin? Ich werde den Leuten jetzt beim Gefängnis einen Gefallen tun. Nein, töte sie nicht. Wo sie sich denken, danke, Manuel, endlich tut es einer. Töte sie nicht? Ach so, Schalter! Ja, ist immer ein bisschen doof, ne? Na, egal. Aber praktisch. Ja, okay. Du bist auf jeden Fall ein smarter Typ. So, wie gesagt, morgen 14 Uhr werden wir Xaroth besuchen gehen. Das erste Mal, dass wir diesen Baggerluten zu Gesicht bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Schaut vorbei. Ja. Könnt ihr gerne machen. Also, wer es noch nicht getan hat, macht es. Bitte. So, Leute, haut rein. Bis morgen 14 Uhr. Ciao, ciao. Tschüss.